Eins, zwei, drei. So. Ich hätte jetzt eigentlich auch da überall schon das Ding draufsetzen können, aber ist ja auch egal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins. Eins, zwei, drei. Wumps. Eins, zwei, drei. Wumms und Wumms. Eins, zwei, drei. Eins, eins. Hallo? Okay, ich glaube, wir sind dann so gut wie da. Also ich glaube, die Etage müssen wir dann zumachen. Zumindest hier ein bisschen umleiten. Okay. Gar kein Problem, kriegen wir hin. So, erstmal die erste Verbindung hinkriegen. Danach kann man es immer noch optimieren. Ja, also das erste hätten wir schon mal. Das erste Modul, da wo wir immer nur ein Dingens hinsetzen müssen. So, der Hebel ist aktiv. Der Hebel ist aktiv. So, warte mal, wie musste ich das jetzt machen? Da musste ich jetzt immer einen Hebel so in Versatz setzen. Und immer irgendwo. Boah, Gott sei. So. Und hier war es auch mal drei, wa? Eins, zwei, drei. Hier waren es auch mal drei. Ah, das ist natürlich cool. So. Hier das verrottete Fleisch, das kann mich mal am Arsch lecken. Das brauche ich nicht. So. Okay. So. Ob das passen wird, ich weiß es nicht. Eins, zwei, drei. Da haben wir auch was drauf, da haben wir was drauf. Eins, zwei, drei. Okay. Da haben wir auch mal was anderes gesehen, als mal eine Tür mit so einem Dingens ja, zu bewegen mit Redstone. Okay, indirekt ist es ja auch nur eine Falltür, ne? Sozusagen, wenn man ganz streng ist. Eins, zwei, drei. So, zack. Und da die hab. Bam, bam, bam. Bam. Oder? Ne, hier war es. Bam. So. Das ist die Nummer 2. Jetzt kommt die Nummer 3. Hui! Oh, was Spannenderes kann man sich auch gar nicht vorstellen für so ein Minecraft-Let's Play. Ja, also, es ist unglaublich. Das ist wahrscheinlich Let's Show How to Machen ein Dingens, ne? Ein Fahrstuhl. Wie heißt das? Elevator? So, mit Matrosenmusik im Hintergrund. 1, 2, 3. Wumms. Wumms. 1, 2. Hat ja perfekt gepasst. 1, 2, 3.
Super Sache. Dann wären wir jetzt hier durch. In diesem Dingens. Okay. Ich brauche eine neue Spitzhacke, Mädels und Jungs. Eine neue Spitzhacke. So, und erstmal hier das Zeug in Stickies umgewandelt. So. Zack, zack, zack. Und da haben wir noch eine Spitzhacke. So. So. Haben wir noch irgendwas? Nee, nicht, dass ich wüsste. So, hier haben wir erstmal nichts. Jetzt habe ich hier eine halbe Stunde allein gebraucht, um diesen Aufweg da zu bauen. In der Hoffnung, dass das dann auch klappt. So. Du Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, wa? Hihi. Ja, ich habe genau das gemacht, was man nicht machen sollte, wenn man einen Fahrstuhl baut. Und zwar Loch reingemacht. In das Ausschlaggebende. So, dann mache ich hier gleich mal die Umleitung. Entweder so, nee, so lang ist doof, deswegen machen wir es gleich mal so rum. So, dann gehen wir die Richtung durch. Wieso habe ich eigentlich immer nur Scheiße in meiner Taskleiste? Was möchte ich denn hier machen? Hier dieses komische Scheißfleisch, das braucht doch kein Mensch. Ich brauche doch eher dann die Fackeln und sowas. So. Wo komme ich denn hier raus? Da vorne. Okay, gut. Hallo. So, ja. Und schon bin ich raus. So, okay, dann kann ich hier nämlich die Kammer auch erstmal dementsprechend erstmal zumachen. Ich habe hier fälschlicherweise gestrip mined, beziehungsweise komplett kacke gestrip mined, weil ich ja eine Dreierhöhe gemacht hatte, wo ich immer noch keine Ahnung habe, wer mich da geritten hat, ob das der liebe Teufel war oder sonst jemand. Natürlich hätte ich da eine höhere Ausbeute haben können, aber das ist natürlich dann blöde. So, ich mache erstmal hier dicht, erstmal die Schotten zu. So, und mache erstmal hier ein paar Fackeln hin. Ah, passt ja. So. Okay. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob wir hier nicht. Mache ich nur noch eine Sicherheitstür hin? Damit ich jetzt erstmal nicht auf die Idee komme, das Ding da aufzumachen oder sonst irgendwas. Sicherheitstür ist halt so eine Eisentür, weil die bekommt man nicht ohne Mechanismus hin, nicht auf. So, und deswegen machen wir jetzt einfach mal hier die Sicherheitstür auf die Seite. Ja, okay, das ist jetzt auch blöde. Ups. Das war genau die falsche Seite. Ich wollte die nämlich eigentlich auf. Geil.
Genau, so rum wollte ich es da nämlich drin haben. Nämlich dann haben wir hier den Fallschacht nochmal akkurat. Und jetzt kann man hier notfalls sich dann auch noch so reinstellen. Whee! Ja. Bringt jetzt nicht so viel, aber immerhin. So, vielleicht hier nochmal ein bisschen mit dem Zeug rumspielen. Ups. 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 Ach nee, das bringt auch nichts. So, der heutige Tag ist echt zum Scheitern verflucht. Echt, das ist total krass. Jetzt schleichen sich hier irgendwelche Leute einfach mal so in den Raum rein und man checkt's nicht und dann erschreckt man sich auf einmal, dass man da so eine kalte, tote Hand auf die Schulter gelegt bekommt. Alter, das ist ja so teuflisch. Puh, okay. Nun gut, nach wie vor sind wir immer noch dabei, hier unsere, ja, hier, ne, Dings zu kriegen. Ach verdammt, das habe ich jetzt gar nicht, ja. Das habe ich komplett verplant gehabt. Das geht ja gar nicht. Und zwar, da habe ich ja schon rumgeheult, dass es keine Stüfchen gibt. Keine Stüfchen, die man anderweitig setzen kann. Also so eine, die man so horizontal setzen kann. Nicht vertikal, doch vertikal setzen kann, nicht horizontal, sondern vertikal. Das finde ich echt schade, dass es sowas nicht gibt. So. Gut, also hier haben wir die nächste Etage. So, dann passt das auch. Okay. Jetzt müssen wir hier erst nochmal ein bisschen Platz schaffen. Oh ja, super, dankeschön, lieber Kies, dass du da einfach mal runterrieselst. Wie sonst was. Okay, wo wären wir jetzt sicher? Ah, okay, wir wären jetzt hier auch gleich bei dem, wo wir hin wollten. Ja, genau. Und hier können wir das Ding auch erstmal zumachen. Soweit es geht. Denn kennt ihr noch diesen Abweg hier? Ja, den kennt ihr bestimmt noch. So, da sind wir nämlich rausgekommen. Bei unserem Bauprojekt. Bei unserem Bauprojekt. Mit den Redstone-Sachen hier. So. Und zwar brauchten wir da noch das Ding drauf. Hier das Ding und hier noch eine. Und dann braucht man jetzt hier noch eins. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Alter, diesen Kies-Scheiß, den baue ich auch erstmal ab. Das ist mir echt zu blöde, auf dem Kies zu bauen. Ich hasse Kies. Ich hasse es. So. Bums, bums. Okay. Also. Einmal. Zweimal. Moment. Jetzt muss ich mich da nochmal hochbauen. Weil ich Schlaukopf wieder vergessen habe. Ah, noch. Doch, 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 das, doch, doch, das passt. Das passt. So. Zack. Wie weit braucht... Oh nee, so weit ist es ja gar nicht mehr. Hihi. Also noch zwei... Noch eine Schleife hätte ich geben müssen, wa? So. Aktuell ist das Ding an, wa? Also der... Schalter... So, dann kann ich nämlich das auch gleich dafür nutzen. Die
die Maschinen zu befeuern. So, und zwar, indem wir einfach nochmal so ein Ding setzen, so und so und so und. Dann setzen wir einfach das Signal jetzt hier auf. Wumms, wumms. Ja, geht doch. Halt, Moment, das muss ich nochmal um eine Sache gleich mal nach unten wandern lassen. Das geht auch, ne? Wenn ich das jetzt noch eins nach unten setze. Also ich weiß jetzt nämlich nicht, wie das mit den Stufen hier läuft bei den Redstone-Sachen, ob das jetzt sich ja auch den Knick schlagen kann. Jo, kann's. Na, bitteschön. So. Okay, also das Ding ist aktiv, somit läuft das Ding auch perfekt. So, und jetzt gucke ich bloß mal von welcher Seite, warte mal, warte, warte, warte. So, da oben ist es. Hier, 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 hier. Ist das hier gewesen? Alter, dieses Kieszeug, das ist echt so ein Mumpitz. Ah, passt. Okay, gut. Und zwar machen wir noch eine Zweigleitung, so. Und dann brauchen wir noch hier, hier. Da brauchen wir noch zwei Felsen und zack. So, dann hätten wir das eigentlich. Dann hätten wir das eigentlich. Und jetzt brauchen wir das bloß noch machen. So, indem wir da noch sowas hinsetzen und ne, hier dürfen wir es nicht machen. Indem wir das jetzt einfach noch ein bisschen verkleiden. Also jetzt hier nicht als Pappnasenclown, sondern halt als einfach nur verkleiden im Sinne von, ne? Wisst ihr wie? Dass keiner sieht, dass hier eine Mechanik dahinter steckt. So, okay. Und natürlich hier wieder dieses Kieszeug erstmal wegmachen. Bah, pfui Teufel noch eins. So. Okay. So, Freunde, das ist jetzt der letzte Versuch, dass ich jetzt hier endlich mal was geschissen kriege, ohne dass mir ständig jemand in die Quere kommt, ja? Alter, ja? Du zockst dann gerade noch mal ein bisschen so in der Hoffnung, dass dass du jetzt was reißen kannst, ja? Und dann schleicht dir schon wieder jemand hinter dir rum, wo du dir so sagst, Alter, willst du mich jetzt trollen? Ja? Das ist echt richtig schlimm gewesen, Alter. Ich bin fast gestorben. Haben wir diese kalte Hand von hinten? Bah! So, nun gut. Warte mal, jetzt muss ich bloß noch eine Sache überlegen.